Minimalismus geht doch ganz einfach, oder? Einfach alles weglassen. Falsch gedacht. Willkommen bei der nächsten Folge Deko 1x1. In diesem Raum hier sieht man das ganz gut. Minimalismus ist nicht nur einfach wenig Zeug. Das Problem ist, es ist ziemlich karg, alles weiß in weiß. Das liegt natürlich auch daran, dass die Wände weiß sind. Ziemlich ungemütlich. Und weil wir schon bei den Wänden sind, diese Bilder sind so auch nicht stimmig. Die Proportionen passen einfach nicht. Beides ändere ich jetzt. Viel besser! Seht ihr, was für einen Unterschied diese Wandfarbe macht? Sie hat einen warmen Unterton. Nutzt verschiedene Töne aus einer Farbfamilie für euren gesamten Raum. Diese Bilder hingen ja ursprünglich hier, die kommen jetzt aber weg. Stattdessen hänge ich ein großes Bild über dem Sofa auf. Übrigens, Susanne hat uns geschrieben mit einer Frage zur Bilderhängung. Ich möchte gerne verschiedene Urlaubsbilder in unterschiedlichen Größen entlang der Treppe hängen. Welcher Stil eignet sich hierfür? Mein Tipp ganz klar, die Petersburger Hängung. Dabei werden viele verschiedene Bilder relativ eng beieinander gehängt. Achtet bei den unteren Bildern auf eine durchgehende Linie. Bei Urlaubsbildern liegt der Fokus ja auf den Bildern. Und damit das auch so bleibt, empfehle ich euch einfache Rahmen aus einem Material, wie zum Beispiel ein bestimmter Holzton. Spannung kann durch verschiedene Größen und Tiefen der Rahmen erzeugt werden. So, jetzt kommen wir zu den Vorhängen. Die gefallen mir nämlich auch nicht. Dieser Vorhang hier wirkt total kahl und ganz verloren an dem großen Fenster. Deshalb nehme ich mir zuerst noch einen zweiten transparenten Vorhang dazu. Da ich auch hier wieder einen warmen Farbton integrieren möchte, hänge ich zusätzlich zwei dunklere Schals an die Außenseiten. Schaut doch gleich viel besser aus. Mit runden Formen und schwarzen Kontrasten bringe ich jetzt etwas Spannung in den Raum. Minimalistisch wird oft mit super clean gleichgesetzt. Aber zu clean wirkt steril. Das gestalte ich jetzt etwas liebevoller. Wie ihr harmonisch in Grüppchen dekoriert, zum Beispiel auf eurem Sideboard, das könnt ihr euch in meinem Video Dekorieren in Grüppchen ansehen. Die etwas wilden Muster tausche ich jetzt gegen einfarbige Kissen, alle aus einer Farbfamilie aus. Das bringt mir Ruhe rein. Habt ihr weitere Fragen oder Probleme zum Thema Einrichtung? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zusammen finden wir deine Lösung.
Like das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich euch wieder sehe.